Ja! Ha! Joho, joho, joho! Piraten, die sind froh! Hallo Roman, was geht denn so? Das, ich geb dir kein Geld, hör auf, mich anzubetteln. Ich hab dich nicht angebettelt. Du kannst mich so viel anbetteln, wie du willst. Ich werde dir niemals. Sollst dich mal so anbetteln? Ey, yo, Roman, was geht? Deine Videos sind zu spät, yeah. Das ist angebettelt, verstehst du? Ich rap-battle dich an. Leute, was geht? Willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft 1.15. Dem Projekt, was eigentlich immer pünktlich kommen sollte, kommt aber immer zu spät. Deswegen abonniert die Glocke und aktiviert den Kanal. Nein, es ist falsch. Es heißt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich sag's immer verkehrt rum, Mann. Und ihr seht schon... Abonniert den Kanal und blabidiert die Glocke. Ganz genau. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier in der letzten Zeit ein bisschen Essen gemacht, Leute. Beziehungsweise ich habe mir ein paar Chicken gefangen. Oh mein... Du wolltest etwas sagen. Warte. Hey, ihr könnt mal gucken. Ich hab's euch ja gesagt, ich bin immer noch obdachlos. Warte, ich kill mal gerade meine ganzen Hühner. Lol. Warum? So, weil ich Essen brauche. Essen, kennst du das? Essen. Willst du von mir nicht ein bisschen was von der Farm haben? Warum sollte ich? Ich hab voll viel Brot. Ich hab richtig, richtig viel Brot. Ich hab so viel Brot, Alter. Ich kann mich kaum vor Brot retten. Ich hab in letzter Zeit mich um alles gekümmert, deswegen brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Weil ich jetzt nämlich ein eigenständiger Unternehmer geworden bin. Ich habe jetzt mein Business habe ich jetzt gegründet. Leute, ich will jetzt nicht so viel rumschnacken. Wir werden heute. Sag mir mal, wo du wohnst. Ich wohne auf diesem Hügel hier oben drauf. Warum? Wo ist ich da? Wollte. Achtung, jetzt muss ich kurz was sagen. Roman. Ja. Hat mir verboten, da unten drauf zu wohnen. Willst du auch den Leuten sagen, warum? Ja, alles klar, Dankeschön für deine... Weil es unser Kontaminierungsraum ist, da wird ein Reaktor draus gebaut. Du kannst doch nicht einfach auf dem Kontaminierungsraum einfach wohnen. Das ist so, als ob ich sage, ich baue jetzt ein Haus auf das Finanzamt drauf. Das macht man doch nicht. Also ich schon. Ich wohne auf dem Finanzamt drauf. Ich wohne auch. Falls ihr vorbeikommen wollt, Leute. Nein, Spaß, ich wohne nicht auf dem Finanzamt. Ja. So, Ich will ganz weit weg. Ich will ganz weit weg. Ich will ganz weit weg von denen sein. So, ich habe hier ein bisschen was vorgehabt heute, Leute, denn ich habe nämlich in Roman seiner Folge gesehen, wo es hier in der Nähe nämlich noch Bienen gibt. Bienen. Bienen. You know what it is. Give me that bee, man. Give me that mein Bee. Gott, ich habe so Alter, viel Weizen. Jetzt erst mal, Roman. Ich glaube, ich habe 1000 Brote oder so. Ich könnte ja eine Großfamilie ernähren. Was bist du eigentlich für ein Arsch, dass du mir die Biene letzte Folge geklaut hast? Sag mal. Ich hab sie dir doch wieder zurückgegeben. Ja, aber wo ist sie jetzt? Keine Ahnung, aber ich glaube, die ist tot. Jemand in die Kommentare hat geschrieben, dass wenn die zu viel Stress bekommen, sterben die einfach. Echt? Und wo ist die Lead? Die Lead? Ey, die Lead habe ich nicht. Hast du die Lead? Nein. Ich habe die nämlich auch nicht. Oh, Kaga. Wenn die jetzt weg ist, Junge, dann sind wir ja komplett aufgeschmissen. Ja, weil dann müssen wir echt mal einen richtigen Schleim finden. Aber irgendwann wurde es sowieso an der Zeit, dass wir mal endlich erwachsen werden. Erwachsen werden. Langsam wird es Zeit, dass wir mal erwachsen werden. Ja, wir müssen jetzt mal einen echten Schleim finden, damit wir das nicht mehr so rumgecheaten müssen. Wir haben noch nie gecheatet hier, außer du vielleicht. Lars hat gecheatet. Der Counter steht gerade bei 1:0. Dafür, dass Lars gecheatet hat. Hier ist er doch noch drin. Oh, ich habe gerade ganz, ganz miese Gänsehaut gekriegt davon. Komm, Kleiner. Dass die Lead weg war? Ja. Ich muss nämlich auch noch Bienen finden. Kannst du sie mir ausleihen, wenn du fertig bist? 5 Euro. 5? 5 Euro. 5 Euro. Diesel, Alter. Bei mir ist da ein kleiner Zombie. So. Sag mal, Lars, kannst du dich mal ein bisschen ausrüsten? Weil ich hätte eigentlich vor, in der nächsten Zeit vielleicht mal ein bisschen in den Nether zu gehen. Was hältst du davon? In den Nether. Nether. Ein bisschen Nether so Leute, Farm. Die statt the, das TH, the aussprechen. Kennst du so Leute? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer von euch auch Probleme hat bei TH, also beim the. The oder never. The, oder the car. The car. Oder China. Nach. Wohin reisen sie? Nach China. Ja, was sagst du denn? Sagst du China oder... Sag einfach China. China? Ja, ich sag auch China. Man sagt nicht China. Das, ich weiß China. Nicht. Ich habe da bisher immer noch nicht durchgeblickt. Irgendwie... Man sagt auch nicht, wir gehen chinesisch essen. Nicht so wie kinetische Energie. Du sagst doch... Sondern sagst chinesisch. Sagst du nicht Chemie? Sag Chemie. Sagst du Chemie? China! Weißt du, wie so eine Katze... China. China. Genau. Ja, aber man sagt ja auch Charakter. Man sagt ja auch nicht Charakter. Oder? Ergibt es Sinn? Ich sag Dönerbox. Ich sag Dönerbox mit bisschen scharf. Dönerbox mit bisschen scharf, sag ich immer. Das ist dann einfach so, wo reist du hin? Dönerbox mit bisschen scharf. Nein! So, warte mal. Jetzt habe ich...
Wie baut man das hier nochmal? Ich glaube, man braucht... Hast du ganz zufällig ein paar Honeycombs? Boah, Alter, bei mir ist fast Creeper explodiert gerade. Deswegen habe ich gerade so geschrien. Ich brauche Honeycombs. Hast du welche noch? Ja, klar. Willst du tauschen gegen irgendwas? Ja. Ja, klaro. Ich bin scheiß los, Roman. Komm. Sag an, wenn du... Komm drauf an, was du mir gibst. Ja, was willst du haben? Ja, was hast du denn? Bienen. Was willst du denn? Was hast du denn? Würde gerne Bienen haben, eigentlich. Okay, also warte, wir machen das so. Wir bauen mir hier eine größere Farm, weil wir müssen halt mehrmals laufen, okay? Ja, okay, wir machen das. Deal. Deal, aber du musst dir dann... Aber ich möchte richtig viele Bienen haben. Ja, Deal, okay, das machen wir. Aber dafür brauche ich halt erstmal die Honeycombs, um dass ich hier ein paar mehr Bienen sozusagen... Wie viele Honeycombs brauchst du denn? 1000. Ja, gib mir einfach 1000? Alle, die du hast, das wäre super cool. Alter, ich habe 2 Stacks Brot einfach. Geh da rein, du dicke Biene jetzt. Geht in jedes jeweils immer nur 1 rein? I don't know. Geh also jetzt du brauchst, rein. Wofür brauchst du denn die Honeycombs? Ich brauche die, damit ich mir nochmal mehr von diesen Nestern machen kann sozusagen. Und dass ich dann einfach alle Bienen, die ich hier im Umkreis gefunden habe, dass wir die da rein. Aber warte mal, was für Nester meinst du? So diese, diese organischen Dinger. Nester? Oder was? Diese Diese Dinger Kisten. Da, diese Kisten. So ein Organ. Das sind aber keine Nester. Das sind Bienen-Aufbewahrungsboxen. Ich geb dir gleich so eine Aufbewahrung, Alter. Da weißt du nicht mehr, wo oben und unten. Ja, genau. Das ist einfach so eine Bienentupperware. Ah, da bist du. So, was brauchst du jetzt von mir? Diese orangenen Honeycombs. Diese dicken. Achso, die habe ich gar nicht mitgenommen jetzt gerade. Willst du ein Brot haben? Warum hast du das nicht mitgenommen? Weiß ich nicht. Weil du mir noch nicht gesagt hast, was du dagegen eintauschen möchtest. Ich will die Dinger hier damit machen und du kriegst von mir auch Bienen dafür. Und ich sammle Bienen dann jetzt ein. Jetzt aber. Ich zeig dir. Eine Honeycomb, eine Biene. Deal or no deal? Okay, warte, dann machen wir es halt so. Was ist das? Was soll das? Was machst du da? Ich muss sie halt irgendwie locken. Ich locke sie. Guck, sie möchte mich haben. Hey, du kleine Biene. Ja. Hör jetzt auf. Hör jetzt auf. Komm zu Papi. Guck mal. Die kleine Biene, sie liebt mich. Hm, kleine Biene. Komm her. Hey, was guckst du denn so? Oh, wer ist meine kleine Queen Bee? Und die hat dir richtig den Arsch ins Gesicht gestreckt. So, uiuiuiuiui. Er ist so staubig, ey. Ey, seit wann hast du eigentlich ein Lama? Das habe ich schon richtig Lahamanga. Guck mal, die will mich richtig haben. Guck mal, ja, okay, pass auf, hör mir zu. Dann bau du diese Boxen, okay? Bratan, bau die Boxen. Aber ich hab bei mir auch... Dann kriegst du von mir Bienen. Was? Nein, ich will auch ein paar hier oben haben. Okay, pass auf, dann lass so machen. Wir müssen zusammen ein Bienenfeld bauen. Ja, okay. Nein. Wir bauen Cut, das mache ich nicht. Das mache ich nicht nochmal. Okay. Guck mal, warte. Hier, check das. Ja. Wie schmeckt das? Sag mir, wie schmeckt das? Was? Du hast ja noch... Wie viel Brot hast du? Habt ihr eins wieder hingeworfen? Warum? Du hast ja immer noch eins in der Hand. Ja, ich hab noch ein bisschen was gehabt. Geh mal in diese Kiste. Geh mal oben rechts an die... Nee, nicht oben rechts. Geh mal oben links an die Kiste. Okay. So, guckst du da gerade rein? Ja. Check das. Hast du es gesehen? check das. Siehst du das? Check das. check dies. Dies. Zeig. Dies. Ich hab's dir geklaut. Was? Nein, ich hab's. Laber nicht. Doch, ich hab. Hast du auch Dirt? Wie viel Dirt hast 45. du? 45. Ich hab auch 45. Nein! Oh, Alter, das ist gerade aus meinem Inventar verschwunden. Es ist Duplizierer. Ich schwöre dir, ich hab gerade die Teile gedupliziert. Ey, mach nochmal. Wollen wir das mal mit was anderem probieren oder sowas? Und dann gucken, dass wir das irgendwie schnell umcraften und dann damit. Warte. Denkst du, mach nochmal deine 45 Steine oben rechts rein. Und ich hol die schnell raus. Na, jetzt hab ich sie wieder zurück. Warte, mach nochmal rein. Warte mal, hast du sie? Nein. Nein. Wieder rein. Okay, hol raus. Okay, warte. Oben rechts. Mach ganz schnell. Ich mach auch ganz schnell. Ja, jetzt hast du. Ich hab's aber jetzt nicht mehr. Hä? Wie ging das eben? Wir hatten das gerade doppelt. Wir hatten das gerade ja, doppelt. Ja, ich hatte ja auch. Ich hatte lass nochmal machen. Hä? Das ist ja voll komisch jetzt. Wahrscheinlich. Warte, lass mal mit was anderem probieren. Okay, mit was? Lass mal mit dem hier probieren. Machst du in die Mitte rein? Ja. Ich hab. Hast du? Ja, ich hab's auch hier. Guck. Ich hab auch 27. Ja! Stücke, gell? Okay, warte. Versuch die mal zu essen. Ich hab aber keinen Hunger. Verdammt!
Aber ich hab's in der Hand, siehst du's? Nee, bei mir hast du nichts in der Hand. Was? Hast du nicht? Nee. Aber kannst du die essen? Das würde mich mal interessieren. Oh mein Gott, wir haben einen Bug gefunden. Wir haben echt einen Bug gefunden. Warte mal, ich versuche mal zu reloggen. So, ich versuche jetzt kurz richtiges zu reloggen. Richtiges Bug-Using. Warte, komm noch nicht drauf. Ich leg mich kurz hin wegen Regen. Bleib noch. Ah, Mist. Geh raus. Ist wieder weg. Geh mal kurz wenn raus. Ich reloge, ist wieder weg. Okay, danke. Hey, aber... Aber wir haben jetzt übelstes Bug-Using hier entdeckt. Wir müssen nur herausfinden, was wir danach machen müssen. Dann haben wir in der 1.15 Duplizierungsbug einfach herausgefunden, online. Junge, das ist ja das Krasseste überhaupt. Ich brauche unbedingt mehr Nester. Kannst du mir jetzt dieses komische Ding da bringen? Wollen wir diesen Dings ausprobieren? Mit dem Hand... Ich hau die ganze Zeit gegen meine Maus. Tut mir leid, Leute. Lass das mit dem Bienennest, lass es versuchen zu duplizieren. Komm mit. Okay, mach kurz eine Arschbombe. Aber wenn das klappt... Aber Spoiler, nicht zu viel mein Zuhause. Ich möchte es in der nächsten Folge so ein bisschen präsentieren. Du bist gerade angegriffen. Ja, ja, von deinen Cousins wieder. Das ist Jimmy, Jeff, Jimmy Changa. Immer sind die auf meinem schönen Bienenfeld. Ist so komplett alles zerstört hier, gell? Okay, pass auf, hör zu. Ja. Wo machen wir das Bienenfeld hin? Ey, hör mal zu. Eigentlich. Ich hab gesagt, ich möchte es eigentlich nicht mehr mit dir machen, weil du hast letztens... Aber du hast letztens gesagt 50-50 und dann hast du da gestanden und hast gesagt, oh nö, 50-50, genau so. So. 50-50, okay. Nee. Will ich okay, nicht mehr. Vergiss es. Aber dann müssen wir. Okay, aber was bringt dir das denn da oben? Die bestäuben doch die ganze Zeit Sachen. Du musst ganz viel Farm in der Nähe haben, weil Bienen bestäuben die ganze Zeit. Ey, rennst du da gerade auf meiner Farm? Roll nicht so rum. Okay, hör zu. So, willst du Honeycombs haben? Lass einen duplizieren. Yeah. Einen? Was willst du denn mit einem? Ich brauche so 6 Stück ungefähr. Honeycomb oder Honeycomb-Block? Wir müssen, kann man den Honeycomb-Block, oh, ich habe irgendwas im Auge. Kann man den Honeycomb-Block nicht, platzieren? Nein, rückgängig machen? Kann man daraus nicht nochmal ein paar mehr von diesen Honeycombs machen? Kann man bestimmt, oder? Ja, kann man. Mach mal bitte rückgängig. Ich habe 16. Ja, okay, ich brauch die. Okay, dann lass mal kurz duplizieren. Was gibst du mir denn dafür? Kurz duplizieren. Geh erstmal raus aus meinem Haus hier. Oh, sorry. So, was gibst du mir dafür? Warum? Was krieg ich? Warum musst du denn immer irgendwie verhandeln müssen? Warum soll ich dir das einfach nur geben? Du willst nicht mal die Bienen hier leben lassen. Ich will, dass die Bienen hier leben. Ja, aber ich will nicht, dass sie hier leben, weil es meine Farm sein wird. Ja, dann werde ich meine eigene Farm auch bauen und dann brauche ich auch selber Honeycombs. Schwimm jetzt nicht einfach nur so weg. Nein, lass den mich hier, warte. Allein. So. Ey, okay, pass auf, ich gebe dir einen Honeycomb. Aber dann möchte ich eine Biene. Ich brauche mindestens 6 Stück. Oder 4. Was gibst du mir denn dafür? Hey, warum fährst du denn jetzt wieder weg? Weil ich keinen Bock auf die Kacke habe. Was? Das ist nicht fair. Warum machst du das? Ich möchte einfach nur mit dir... Ich bin gerade am Bienen collecten. Lass mich in Ruhe. Du kannst dich einfach... Warte mal, woher hast du jetzt Bienen auf einmal gefunden? Ich habe die nicht gefunden. Ich wusste schon die ganze Zeit, wo die waren. Ah! Weil du die davor... Lars hat die vor der Aufnahme deinen Platz. Ah! Hilfe! Lars hat gecheatet. Ja, ich habe gecheatet. Da waren in der letzten Folge... Jeder weiß ganz genau, dass da in der letzten Folge keine Bienen Klar, waren. Klar, guck bei Roman in die Folge. Da könnt ihr sehen, dass da welche waren. Da waren legit keine Bienen. Ich habe gesucht. Ich habe letzte Folge ganz genau gesucht. Guck. Und du hast auch nur noch eine Biene. Du hattest aber davor mehrere und dann ist die eine gestorben. Ich habe 2. Die ist immer noch in dem Dings drin. Och, Mann. Du laberst wieder so einen Müll. Ich glaube, du solltest dich mal hinlegen, weil du sehr, sehr müde bist anscheinend. Okay, pass auf. Was hältst du davon, wenn wir die Bienen... Guck mal, hier ist noch ein Nest. Hä? ...oben haben? Da ist ja auch eine drin gewesen. Ah, oh mein Gott! Was für ein Ding? Digga, sind da Nester? Ja, hier sind ein paar. Ich brauche auch eine Biene. Mindestens eine. Du kriegst von mir eine, okay? Wenn du mir die Honeycombs gibst. Ey, bei mir hinter meinem Haus ist eine Biene. Okay, ich bringe dir sogar ganz höchstpersönlich eine Biene dahin. Für einen Honeycomb. Ich will nicht nur eins, ich brauche mindestens 6 Stück. Wie kriegt man eigentlich Honeycombs? Ich habe die immer durch das Töten der Königsbienen bekommen, aber du wolltest die ja rauspatchen. Ich weiß nicht, wie man die sonst bekommt. Ich weiß es auch nicht. Deswegen will ich die so ungern abgeben. Also pass auf, ich kann die 3 Stück geben. 3 Honig jetzt, geil. Lebt hier vorne eigentlich eine in dem hier wieder? Ja, Tatsache, hier wohnt auch wieder eine drinne. Sehr gut. Ah, die werden richtig sauer, die werden richtig mad, wenn du an denen hier in Honig gehst. Ja, gib mir jetzt 6 Stück, los.
Ich habe eine Biene gefunden. Ich gebe dir nicht 6, ich kann dir 3 geben. Meinst du die, die du dir gecheatet hast, hinterm Haus? Nein. Mhm, okay. Guck, siehst du? Eine habe ich. Ah! Oh mein Gott. Hau ab! Nein! Nein! Oha, warum habe ich meine Sachen noch? Geil. Oh mein Gott, wir haben Game Room Keep Inventory an. Nein, die Biene ist aggressiv und sie stirbt jetzt. Perfekt. Habe ich mein Ziel erreicht. So ein Assi, du kriegst gar keine HD-Kopf. Ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Bist du ein Assi? Ich habe jetzt mein Ziel erreicht dafür, dass du mich nicht mal meine Bienenfarm machen lässt die Folge über. Ich kill die jetzt aus, mir jetzt egal. Geh weg mit deinem blöden Eisenhelm. Wohin gehst du? Was sagst du? Was? Das? Was? Geh weg von meinem Grundstück. Ich bin am Hanin. Lass, was willst du töten? Lass, ich hab Diamanten wert, ich bin im Vorteil. Ist mir egal. Das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Keep Inventory false. Das ist es mir wert. Warte mal, wo läufst du da lang? Ich weiß es nicht, wo ich hinlaufe. Du darfst nicht einfach. Hallo! Was hast du da? Wohin geht's? Hier nimm deine dreckigen Pflanzen. Nein! Hier nimm dein dreckiges Dirt. Geh weg damit. Federn behalte ich selbst. Oh, Federn? Warte. Was ist das für Dirt? Ist mein Dirt? Und weißt du, so, du hast jetzt meinen Traum einer riesengroßen Farm zerstört. So, ich glaube, du kannst nicht eine jetzt riesengroße Farm auf den Träumen von mir aufbauen. Du musst deine eigenen Honeycombs haben. Du hast die mir in den Folgen abgenommen, weil du gesagt hast, zeig mal her. zeig mal her. Und dann habe ich dir das gegeben, dann hast du dir den Block abgebaut. Okay, mir gehört das genauso. Hör zu. Okay, pass auf. Okay, erzähl, ich guck hier oben rein. Nicht reingucken, das ist hier geheim. Achso, sorry. So. Mal wieder zu. Okay, pass auf, hör zu. Du und ich. Wir gehören zusammen. Wir gehören beide zusammen. Verstehst du? Ja. Und Lars, wir werden... Aua! Deine Queen Bee sticht mich. Deine Biene hat mich gestochen, Lars. Selbst dran schuld. Wenn du dich stechen lässt. Lol, die ist jetzt aber wieder neu. Hey, unsere Bienen sterben nicht. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, die eine stirbt nicht. Queen Bee, ich glaube, die ist auch verpackt irgendwie. Ich glaube, die ist verpackt. Das ist eine genmanipulierte Superbiene einfach. Können unendlich stechen, so. Ist echt so. Junge. Was mal? Warum machen wir denn so eine Kacke? Ich wollte einmal produktiv sein, diese Folge über. Einmal! Warum lässt aber was wolltest du denn? Ich wollte eine nice Bienenfarm machen, damit ich in den nächsten Folgen noch mehr Bienen machen kann aus den Bienen. Aber du hast dich einfach quergestellt. Jetzt kann ich gar nichts machen. Das ist ja so, als ob ich zu dir herkomme und sag, gib mir dein Haus. Was? Überhaupt nicht? Doch. Was ist das für ein Kackvergleich? Ja, okay, gut, pass auf. Ich leg dir 3 Honeycombs in deine Kiste rein. Okay, warte. Du hast 2, richtig? Ja. So. Aber und 2 unsterbliche habe ich anscheinend. Du hast 2, so. Aber Honeycombs in deiner Kiste. Du hast noch 2 Honeycombs in deiner Kiste. Ja, das kann gut sein. So. Und du brauchst insgesamt 6 Stück, um 2 solche Dinger noch zu bauen. Das heißt, ich gebe dir jetzt 4 Stück dazu. Ich brauch im Prinzip nur 4, um, wenn ich 6 Stück insgesamt habe, geht das. Oh, du hast 6 Stück insgesamt. Okay, und was willst du dafür haben? Ganz einfach, gib mir irgendwas, was ungefähr gleich viel wert ist. Oder ich 6 Diamanten. 6 Diamanten? Ich kann dir dafür 3 Honig geben. Oder auch von mir aus 4 Honig. Ja, mehr. Was kann man mit Honig eigentlich machen? Den kannst du trinken, der gibt viel. Der gibt 3. Gibt 3 Leben. Ja, aber jetzt hast du nur noch 2. Nein, ich hab noch genug. Ich hab eben ganz viel gesammelt. Und du kriegst sogar diese kostenlose Glasflasche. Vielleicht Bienennest. Kostenlos haben. Mit dazu. Das Bienennest? Ja. Also sowas hier. Nein, ein Nest. Das kannst du nicht abbauen. Echt nicht? Nee, ich glaube nicht. Hm. Vielleicht mit Silk Touch oder sowas kannst du es vielleicht abbauen. Aber ich hab's dir jetzt hier reingelegt. Siehst du das da? Was? Unten. So. Unten. Ja! Da. Oh mein Gott, endlich, Junge, endlich. Richtig lang verhandelt, gell? Alter, ich hab schon gedacht, das wird heute nichts mehr. So. Ja, aber ich hab jetzt auch eine Biene und die lasse ich jetzt bei mir zu Hause wohnen. Du hast es mir wirklich gegeben. Ich kann es gar nicht glauben. Also willst du diese... Du musst nur ein bisschen mit mir handeln, dann gibst du hin. aber du schuldest mir was. Das möchte ich jetzt noch kurz gesagt haben. Irgendwann, wenn ein Moment kommt, wo ich was brauche, dann schuldest du mir was, okay? Was? Weil das ist ja dann fair. Und was soll ich dir da schulden? Weiß ich nicht, wenn ich mal irgendwann so eine... Du gräbst einen Keller bei mir zu Hause aus. Was hältst du davon? Was? Hä?
Natürlich, das ist wie Dienstleistung ein bisschen. Ja, aber das ist ja voll die Sklavenarbeit wieder. Das ist keine Sklavenarbeit, wenn du. Das ist eine Dienstleistung. Sowas wie Friseur. Sowas wie Freunde. Sowas. Wir sind doch sowas wie Freunde. Okay, ich habe jetzt hier 3 Nester hingemacht. Guck mal. Und du willst keinen Honig haben, bist du dir sicher? Süßen. Wofür brauche ich den Honig, Katz? Ich habe selber Honig zu Hause. Tollen Honig. Mm-mm-mm. Ja, gut, okay. Also theoretisch können wir jetzt hier eigentlich die eine auch wegnehmen. Ups. Können die jetzt hier einfach in ein Dings hier reinziehen. So, komm mal rein. Funktioniert's. Die müssen jetzt eigentlich da so plopp und dann da rein. Oder hier rein. Ich glaube, die haben alle keinen Bock da drauf. Bisschen. So. Also, ich meine, gehen auch nicht in das Ding rein. Meine schwebt hier einfach nur so alleine herum. Okay, vielleicht. Die fliegt jetzt auch gerade einfach irgendwie weg. Aber ist hier, ja, hier ist Digga, auch, du musst keine... den einfach Zeit lassen. Ja, okay, ich glaube, ich lasse ihn auch Zeit und das werde ich dann einfach in der nächsten Folge bei Roman probieren. So, ich denke, wir sind hier für heute fertig. War ein bisschen Überlänge heute, aber ist okay. Lassen wir noch um dafür mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir haben jetzt hier diese Farm. Ich werde jetzt... Ah, guck doch, es funktioniert. Perfekt, die gehen jetzt rein. Sind die reingegangen? Nee, warte, es regnet. Jetzt müssten die eigentlich langsam reingehen. Wenn's egal. Regnet, müssen die eigentlich reingehen. Ja, müssen die. Aber wohin fliegt die jetzt? Ist die dumm? Egal. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.